Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video und zu einer neuen Prognose. Und heute schauen wir uns an, wie der Mai wird und natürlich auch der Juni rein. Heute am 8. Mai hatten wir ja Neumond und der Neumond leitet immer so den Zyklus fürs nächste Monat ein. Also kann man so als Geburtshoroskop fürs nächste Monat nehmen. Und dieser Neumond hat im Zeichen Stier stattgefunden. Und das Bemerkenswerte an diesem Neumond ist eine geballte energetische, Kraft eigentlich und eine geballte Dynamik in nur sehr wenigen Zeichen. Und ich zeige es dir jetzt einfach mal da am Chart. Du siehst, wir haben die Ballungen in Stier und in Widder. Das sind so, da spielt sich eigentlich, also bis auf Saturn und Pluto, da kommen wir noch dazu, aber da spielt sich eigentlich der ganze kosmische Reigen ab. Und noch bemerkenswert ist, dass dieser Neubeginn im Stier, also Stier ist Materie, ist ja auch das Konkrete, ist das, was messbar und spürbar ist, das Körperliche auch ist. Also da ist Neubeginn-Energie drinnen, aber auch natürlich durch diesen ganzen aufruhende Menge Wirbel. Also das kann natürlich auch heißen, dass der Körper, das Hormonsystem, der Stoffwechsel durcheinander kommt bei dir, wenn da die Energie so steht. Aber es ist natürlich auch die Möglichkeit, da ganz viel frischen Wind in die Umsetzung zu bringen. Also es kann Kuddelmuddel im Körper bedeuten, aber es kann natürlich auch heißen, dass man da gut durchstarten kann mit vielleicht verspäteten Neujahrsvorsätzen. Grundsätzlich hast du ja vielleicht schon mal ein Video gesehen, das eine oder andere auf diesem Kanal. Ich habe schon gesprochen über Jupiter und Uranus im Stier, also diese plötzliche, unter Anführungszeichen, gute Fügung, diese großartige Energie, die da stattgefunden hat im Aufbruch. Und jetzt findet dieser Neumond auch noch einmal im Haus des Aufbruchs statt. In Mitteleuropa, kann man sagen, ist der Neumond im ersten Haus positioniert. Das bedeutet, das ist so das Haus der Konkretwerdung, der konkreten neuen Energie. Da kommt frischer Wind rein, auf gut Deutsch. Und diese Energie, denke ich, ist auch schon spürbar. Also ich bin natürlich auch gespannt, wo du es merkst, aber da tun sich Türen auf, da fügen sich Dinge neu und da ist ganz viel Möglichkeit, einen frischen Wind ins Leben zu bringen. Dinge, die vielleicht auch etwas festgefahren waren, mit einer kleinen Fußnote, komme ich später auch nochmal dazu, jetzt in die Bewegung zu bringen, vielleicht auch sich von alten Projekten zu verabschieden oder Projekte, die lange schon auf der Ideenebene vorhanden waren, jetzt einmal zu konkretisieren und umzusetzen. Also da ist ganz gute Energie da jetzt, so das nächste Monat eigentlich. Ja. Es bedeutet allerdings auch, dass diese Zeit natürlich sehr schnell, sehr überraschend ist und zwar ganz konkret. Das heißt, es können sich Dinge auch ganz konkret wieder ändern. Dinge, die vielleicht lange sehr bestimmt gewirkt haben, können plötzlich in Bewegung geraten, können herumgewirbelt werden und können sich wieder neu aufbauen. Also es ist eine Zeit des Neubeginns, der Neuordnung, des Neuaufbaus durchaus und wo eben ganz viel Kraft da reinfließt. Und wenn wir es uns anschauen, was da auf Sonne und Mond so drauf ist, also wir haben den Uranus in Konjunktion mit Sonne und Mond. Und das macht natürlich, habe ich schon gesagt, eben auch beim Nervensystem aufpassen, dass man vielleicht etwas zu hektisch ist, dass man zu viel auf einmal möchte, dass man nervös ist, dass man, auch wenn du mit Ängsten zu tun hast, dass diese Ängste teilweise verstärkter jetzt kommen in dieser Zeit. Also das ist durchaus eine Möglichkeit unter dieser Konstellation, weil sich das relativ schnell und einfach auch manifestiert. Die persönlichen Planeten Mars und Merkur sind noch in der Widderenergie. Also Widder ist immer natürlich so wieder Pioniergeist, aber auch Streiterei und Hitzköpfigkeit. Also da, wie gesagt, wieder nicht zu schnell, etwas langsamer alles angehen. Aber durch die Verortung im 12er Haus ist das eher auch noch einmal so eine so ein bisschen so eine, auf der einen Seite eine Möglichkeit, wo du drauf kommst, okay, Moment, ich habe eine enorme Stärke, ich habe eine enorme Kraft, ich kann auch sehr viele Dinge für mich in die richtigen Bahnen lenken, aber kann natürlich auch, wenn diese Kraft, also
zu lange steht. Das heißt, wenn du nicht das lebst, was du auf der Seelenebene wirklich empfindest, was in dir wirklich drinnen ist, natürlich auch zu Ängsten und zu einer Unruhe führen. Ja? Und zu ein bisschen so, ja, so einer Aufgewühltheit. Also da ist ganz viel neue, frische Energie, frischer Wind möglich, aber immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, dass du eben wirklich authentisch bei dir bist. Denn Widder ist auch das Zeichen des, was willst du wirklich? Also was willst du ausdrücken letzten Endes? Also was will eigentlich durch dich hier auf der Erde erscheinen? Und das ist natürlich so eine gewisse Authentizitätsprüfung. Von dir selber. Ja. Also du kannst da so ein bisschen schauen, wer bist du, was ist dir wichtig, wo möchtest du hin und entspricht die Kraft, die du in dir spürst, auch dem, was du jetzt gerade tust oder was du gerade hier auf Erden so verwirklichst. Also das ist durchaus so eine ganz interessante Zeit, auch das zu beobachten. Getragen wird das natürlich noch einmal von einer sehr, von einem Aufwind, von einer sehr positiven Energie. Also es ist durchaus zu werten, dass man sagt, okay, da geht was auf, da wird was leichter, da öffnet sich etwas. Der einzige bisschen ja, Haken bei der ganzen Sache, so dass das etwas unangenehme Kleingedruckte ist, ein Halbquadrat zwischen Pluto und Saturn in diesem also in diesem Neumondhoroskop. Und das deutet natürlich schon immer, also Halbquadrat ist immer so ein bisschen frustrierend. Ja? Und der Pluto in Wassermann und der Saturn in Fische haben da jetzt eben diese Spannung. Und das ist eigentlich so ein absoluter Stillstand. Das könnte durchaus bedeuten, dass manche notwendigen Schritte, manche Veränderungen blockiert werden oder blockiert sind, jetzt bei dir auf persönlicher Ebene oder womöglich auch, dass man sagt, zum Beispiel so Geschichten wie Friedensverhandlungen, dass da etwas feststeckt, dass da etwas nicht weitergeht. Also trotz dieser Aufschwungenergie, dieser Aufmachenergie kann es eben sein, dass da wirklich auf der anderen Seite ganz verhärtete Fronten herrschen, die auch immer noch zu mehr und mehr Frustration führen. Das ist natürlich im Kleinen, würde ich jetzt einmal sagen, immer wichtig, dass man sich nicht ja, zu sehr in kleingeistige Debatten verstricken lässt oder sagt, wer ist richtig, wer ist falsch, was ist richtig, was ist falsch. Also so Weltanschauungsdebatten können da sehr schnell eskalieren und da würde ich auch immer dazu auffordern, die eher zurückzustecken und ein bisschen zu warten. Ja, also das ist auf jeden Fall so ein bisschen so dieses Bremsende, während alles andere eigentlich nach oben schießt, nach Erweiterung sich eigentlich sehnt und wo es eigentlich wirklich heißt, komm, starte oder komm, mach weiter, komm, setz deine Dinge um, setz dich ein für deine Ideale, setz dich ein, das Leben zu kreieren, das du in dir spürst. Und da hast du jetzt einen super, super Wind dazu. Ja, also das wäre eigentlich so dieses Neumond-Horoskop. Die Energie läuft jetzt, läuft ab jetzt sofort und deshalb mach mit, sei einfach dabei. Was übrigens noch interessant ist, weil wir gerade Uranus Sonne, Uranus Mond haben, ich blende sie nochmal ein, eben diese Konjunktion. Das ist natürlich auch so, ich habe letzte Woche ein Video veröffentlicht mit der Vanessa Kramer, ist so eine narzisstische Konstellation. Das heißt, ja, da kann es natürlich auch sein, dass sich jemand besser darstellt, als er vielleicht ist. Und wenn man da so an Wahlkampfzeiten denkt, ist das vielleicht gar nicht so, ja, so unpassend jetzt von der astrologischen Symbolik her. Gut, ich wünsche dir auf jeden Fall einen grandiosen Mai und Anfang Juni. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du jetzt so die Zeit empfindest, was sich so bei dir tut. Hast du eine Aufbruchsstimmung? Merkst du eine Veränderung? Siehst du, dass irgendetwas konkreter wird, dass du irgendwo weitergekommen bist? Ja, lass mir gerne Daumen hoch da, abonniere den Kanal, schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir so geht und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erani. Tschüss.